Celtics hat gestern ein Video hochgeladen. Der Unge Burger ist fake. Der Unge Burger ist fake, meine Freunde. Da schauen wir mal ganz, ganz, ganz kurz rein. Das ist so krass. Das hat Wellen geschlagen ohne Ende. Das hat mehr Wellen geschlagen als Celtics verfickte Riesenstirn, wenn sie das Wasser berührt. Leute, was geht? Ich stehe hier gerade bei Maggis vor unserer Stadt, wie ihr sehen könnt. Und dann habe ich das hier auf einmal gesehen. Wenn man hier ein bisschen rüberläuft. Mal McDonald's, alles normal. Und auf einmal das hier. Unge Burger. Simon Unge bringt einfach einen Burger raus. What the fuck? Oh, Digga, und das hat Wellen geschlagen. Deutsche Travis Scott. Zeit, sag mal so, ist wirklich überraschend. Der Unge Burger. Ich werde ihn auf jeden Fall probieren. Wie würde die Gesellschaft reagieren, wenn die beliebteste Fastfood-Kette McDonald's mit dem größten veganen Influencer Deutschlands, Simon Unge, kooperieren würde? Falsch, der größte vegane Influencer Deutschlands ist Attila Hildmann. Diese Frage habe ich mir gestellt, nachdem ich random das Video vom YouTuber Raffi Luciano bekommt einen eigenen Burger wie Travis Scott geschaut habe. Shoutouts gehen an der Stelle raus. Zuallererst musste ich natürlich ein Konzept entwickeln, wie wir die ganze Kooperation so real wie möglich vermarkten, angefangen beim Design. McDonald's hat über die Jahre ihre Designs nicht oft geändert, was aber jeder gemerkt hat, war das neue clean Konzept. Mhm. Weißer Hintergrund, Burger transparent drauf, Schrift dazu und fertig. Genau so habe ich auch versucht, den Unge Burger zu kreieren. Ich habe bei meinen Künsten leider nicht hinbekommen, einen eigenen Burger zu formen, deswegen habe ich einfach den originalen veganen Burger genommen, was halt aber wirklich niemandem aufgefallen ist. Ist mir auch nicht aufgefallen, Digga. Dazu noch ein bisschen cringy Hashtag und schon sah es gar nicht so kacke aus. Ich habe dann noch versucht, eine zweite Version zu machen, ist aber etwas nach hinten losgegangen. Anschließend habe ich das fertige Bild direkt als Plakat bestellt und nun musste ich erstmal warten. Was geht, Jungs? Ein paar Tage sind vergangen. So dreist, du Hund. So dreist. Das Plakatchen. So. Digga, dieser anders würde fetisch Hintergrund. Okay, das ist krass. Der Unge Burger. Ey, es sieht offiziell aus. Ne? Sieht offiziell aus. Joke. Das könnte auf jeden Fall ziehen. Das könnte von Maggis sein. Nächster Plan ist jetzt auf jeden Fall, diesen Fleck hier von meinem Pullover wegzumachen. Aber das ignoriert ihr jetzt mal. Nächster Plan ist jetzt auf jeden Fall, das Ganze bei irgendwelchen. Wie soll das auch aufhören? Hat ja noch nie jemand einen veganen Burger bei Maggis bestellt? Oh shit. McDonald's vielleicht durch 1 oder 2. Mal gucken. Auf jeden Fall aufhängen, filmen, TikToks machen, viral gehen lassen. Das ist unser Plan. Ich hoffe, er funktioniert. Ja. Es ist 0.41 Uhr, der Maggis bei uns in der Stadt hat um 0 Uhr zugemacht, deswegen gehe ich da jetzt hin. Ich wollte jetzt nicht das Plakat aufhängen, wenn der McDonald's offen hat. Wäre natürlich ein bisschen lustiger, aber auch natürlich mehr risky. Und ich bin eine kleine Pussy, deswegen machen wir das, während der Maggis zu hat. Und aber dann Bro, machen wir ein paar Weile-Trips von raus. Außen, yeah. Und er dieser Hals ist das nicht nachbearbeitet. Okay, Jungs, wie ihr sehen könnt, der Maggis ist hier dran komplett belichtet. Das ist eigentlich saugut. Ich habe gerade da drin gesehen, dass da noch jemand ist. Also ein einziger Typ. Ich habe so Angst, der sieht so gefährlich aus. No joke. Digga, als ob dich ein Maccas-Mitarbeiter abstecht. Dass das keinem aufgefallen ist, dass das Plakat von außen hängt, oder? Rechts dran oder so. Auf ganz, ganz schnell. Okay, Jungs, das Werk ist vollendet. Da ist das Ding, der Burger. Das hängt sogar schief, Bro, what the fuck? Mitten im Maccas. Ungespielt. Fan. Ich habe kurz 09. überlegt, ob ich das Plakat irgendwie bis morgen oder übermorgen dranhängen lassen soll, um zu gucken, was dann passiert, ob die es abhängen. Aber ich glaube, das wäre dann doch too much gewesen. So, es wäre interessant geworden, aber ich glaube, das wäre schon ein bisschen sehr illegal ein gewesen. Clip hat der nur gemacht, das reicht. Okay, Freunde, die Promophase beginnt. Eigentlich wollte ich jetzt gerade schon so TikToks machen. Aber ich habe mir gedacht, es ist schon wichtig auf jeden Fall, vielleicht Simon davor zu kontaktieren, bevor er sich irgendwie wundert und dann Maggis verklagt oder sowas. Und dann bin ich am Arsch. So chillig. Das wäre so geil gewesen, wenn du nicht die Ärger bekommen hättest, Digga. Schick ihm die Bilder dazu. Josie, Digga, dankeschön für den Resub. Kuss. Stimmt so mit der Welcome back. Und dann gucken wir mal, wie er reagiert und dann lösen wir das Ganze auf. Das Schreiben wurde mir gerade zugesendet oder habe ich gestern gesehen? Habe ich gestern gefunden oder so. Ich schreibe einfach, Bro Simon, stimmt das? Und dann so dieser Smiley. Aufgeregtes Smiley. Okay, ich schicke jetzt ab. Auf einmal Nummer nicht eingespeichert. Simon hat direkt zurückgeschrieben und zwar mit einer Memo. Wir hören uns die mal zusammen an. Na klar, der ist auch mit extra Schweinebauch. Also, das ist der erste McDonald's. Simon auch wieder so ein Soziopath, so ganz verrückt. Bock hab. Also, falls das
ernst meinst? Nee, ich denke, das hat irgendein Zuschauer da hingehängt. Das ist so ein Spaß, so ein Spaßschild. Das ist nicht offiziell von McDonald's. Oh nein. Aber. Weise. Sieht nice aus, auf jeden Fall. Geil gemacht. Okay, Freunde, wir haben jetzt das Go von Simon bekommen. Und die Promophase beginnt jetzt. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ungespielt, Fan 09. TikTok ist erstellt. Es ist 22 Uhr, eigentlich eine gute Zeit für TikToks. Gerade ist bestimmt jeder auf TikTok vorm Schlafen gehen oder so. Hoffen wir einfach. Als ob dieser eine Clip viral gegangen ist. Mal, dass es gut abgeht. Wenn nicht, habe ich auf jeden Fall noch ein paar Notfallpläne. Ich werde auf jeden Fall morgen den ganzen Tag damit verbringen, diese ganze Nachricht überall zu spreaden. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Jetzt wird es erst richtig interessant. Okay, Jungs, es ist mittlerweile Mitternacht, 2 Stunden, seitdem ich meinen TikTok gepostet habe und er ist einfach viral gegangen. Er ist viral 21.000. Einfach nach 2 Stunden auf einem frischen Account viral gegangen. Ich aktualisiere nochmal. Das geht gerade alles im Sekundentakt. 21.900. 1.200 Likes, 55 Kommentare. Top-Comment einfach mit 82 Likes. Hä, seit wann gibt's den? Unge hat nie was dazu gesagt, lol. Dann markiert man sich so gegenseitig. Dann schreibt so jemand, du wirst das eh zu 100% essen, ne? Ja, man, safe. Ich hätte niemals gedacht, dass es so schnell geht. Ich wollte eigentlich gerade wirklich schlafen gehen. Aber ich habe dann einfach random auf Twitter das hier gesehen. Gerade auf TikTok gesehen, dass Ed Unge einen Burger bei McDonald's geil hat. Das ist kein Faker-Konto oder so. Geil. Diese User sehr, sehr geil. Ist seit März 2015. Ich kenne sie sehr, 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 sehr geil. Sie hat es jetzt getweetet, gerade auf TikTok. Ist jetzt gibt es da bei McDonald's unglaublich viele Retweets drauf. Und doch, hier so mein TikTok rein. Oh nein, jetzt tut sie mir voll leid. Freunde, nächster Tag ist Experiments. Chillig, Bro, hast du auch saubere Klamotten? Ich habe heute fleißig Sachen gemacht, um Leute denken zu lassen, dass Simon Unge einen veganen Burger raushaut. Zuallererst habe ich natürlich auf TikTok geguckt, was jetzt mit dem TikTok von gestern war, weil der ist ja richtig schnell viral gegangen. Tatsächlich hat er fast gar keine Views mehr gemacht. Ich habe es nochmal versucht, auf dem gleichen Account noch ein TikTok zu posten, Leute, mit Stimme diesmal. Vor unserer Stadt, wie ihr sehen könnt. Und dann habe ich das hier auf einmal gesehen. Und der hat tatsächlich 3 Views und 3 sind, glaube ich, davon von mir. Das ist so random, wie irgendwas viral geht oder nicht. Dann habe ich das gleiche nochmal auf einem ganz anderen Account versucht. Da ist er aber auch nicht viral gegangen, also auch nur 5 Views. Und aha, das letzte, was ich jetzt gepostet habe, da habe ich auf so einem random Account, den ich mal für ein Video benutzt habe, das gleiche TikTok gepostet. Und der ist jetzt endlich mal abgegangen. Ganz viele Leute markieren Unge, ganz viele andere Leute markieren Freunde und so. Und geil, folgende Sache wird euch auf jeden Fall auch sehr, sehr flashen, Freunde. Ich habe mir nämlich gedacht, scheiß mal jetzt geil, ein bisschen geil, auf TikTok, geil, das ist immer so random. Ich bin jetzt den nächsten Step gegangen und TikTok bin auf Twitter so gegangen und habe 3 Freunde von mir angeschrieben. Ah, Digga. Spider-Mut, Digga, Ehrenbruder. Geschrieben, die so ein bisschen Reichweite auf Twitter haben und sie darum gebeten, da einen schönen Tweet rauszuhauen. Und jetzt gucken wir auf jeden Fall mal, wie da das Feedback ist, was da passiert ist. Also, das ist echt krass, Alter. Der Tweet wurde vor einer halben Stunde verfasst und hat jetzt schon 300 Likes. Was geht denn jetzt ab? Wollte was für meinen Bruder holen und dann das. Ist das bei euch auch? What the fuck, seit wann, Ed Unge? Dann habe ich halt die Bilder hier ihr zur Verfügung gestellt. Und dann schreiben Leute hier drunter, wird das mit richtigem Fleisch zusammengebraten oder ist es wirklich komplett vegan? Niemals, what the fuck? Geil, schmeckt gut? Geil, Fragezeichen, geil, Fragezeichen. Geil. Krass. McDonald's einfach Marketing-Genies, erst Big Mac, wann den weg jetzt, der Veganer? Stark. Jemand schreibt so darunter, Ed Unge, stimmt das? Und dann schreibt so jemand, nee, der ganze McDonald's wurde nur für den Tweet gebaut. Nyoshiro hat es hier gepostet, stark, auch Bro, schon 200 Likes. Unge, neue Ellen. Das ist das Ding, das wird in der Bubble geht das relativ schnell viral, bis Unge halt darauf reagieren muss. Musk? Ey, die Kommentare sind göttlich. Dann habe ich hier noch gesehen von Sech28, deutsche Travis Scott. Travis Scott hatte ja auch irgendwas mit McDonald's gemacht, ja, ja. Deswegen schreibt der deutsche Travis Scott. Aber jetzt seht ihr mal, wie schnell so eine Message verbreitet wird. Digga, ich schwöre, ich mache das jetzt auch. Ich mache jetzt einfach den Schwanzburger. Und dann gibt's einfach den Schwanzburger bei Mc's zu kaufen. Werden kann. Ich bin mir sicher, dass im Laufe des Abends auf jeden Fall noch so viele McDonald's-Tweets kommen. Ich claim das Video übrigens Celtics, weil du meinen Clip benutzt hast. Werden. Vor allem auf Twitter geht es echt mega schnell, weil gerade die Plattform Twitter sehr, sehr schnell aufgebaut sowas ist. Sehr, sehr ich finde es echt mega heftig, dass wenig Leute das hinterfragen. Und ich bin mir auch so sicher, dass ich das genauso wenig hinterfragen würde. Ich würde das sehen und würde mir so denken, hey, what the fuck, als ob. Nächstes Mal, wenn ich Mc's gehe, gucke ich auf jeden Fall mal und so. Einfach nur ein bisschen wie Mc's Design und dann denkt jeder direkt, dass Unge was mit McDonald's macht. Ich schaue auf jeden Fall noch, was im Laufe des Abends passiert. Wenn irgendwas Interessantes passiert, werde ich auf jeden Fall am nächsten Tag davon berichten. Ja, es ist was Interessantes passiert. Simon hat einfach Stellung dazu genommen, was ich auch nicht erwartet hätte. Ja, ich dachte mir, wenn ich eh schon wieder Fleisch esse, kann ich auch direkt Werbung für Mc's machen. Geld wird mitgenommen oder was denkt ihr? Und ich finde es irgendwie krass, dass selbst nach so einem Statement immer noch Leute hier denken, dass es immer noch wahr. Das hier ist so geil. Ja, aber die zahlen so viel Geld, die Umwelt ist mir eigentlich scheißegal. Das fand ich so einen krassen, geilen
Tweet ist. Also es haben auf jeden Fall schon sehr, sehr viele Leute gecheckt. Aber ich habe auch Tweets gesehen, wie den hier zum Beispiel. Lächerlich, macht auf Moralabfassung im Internet und dann das, Punkt, Punkt, Punkt. Ach, Leute. Kurzes Fazit. Glaubt bitte nicht alles, was ihr direkt seht, nur weil es echt aussieht. Fake-Werbung gibt es leider sehr, sehr häufig gerade. Gibt es nicht. Halt's Maul. Halt's Maul, gibt es nicht.